bin Odavis. Diese ganz hellen, die so aussehen wie vertrocknet. Genau, die haust du jetzt mal, aber mit der Hand. Mit der Hand? Wie kann ich denn meine Hand machen hier? Ja, wenn du unten nichts im Inventar hast. Die, aber nur die hellen. Ja, genau. Ich glaube, einer ist noch da, ne? Ups, ich hab einen. Aber die sind nicht hell genug, sehe ich gerade. Die eventuell, ja, die waren hell genug. Und nicht das, was du jetzt in der Hand hast, sondern die Samen. Die verteilst jetzt mal großflächig auf das Feld. Bitte? Die Samen, nur Samen. Die drin. Samen, warte, nicht sagen. Ich schaff das. Meinst du, du findest Samen? Warte, nicht sagen. Ich habe aber nur 8. Ja, ist ja egal, dann packst du die da irgendwo rein. Dann wird ja immer größer, das Feld. Irgendwo? Ja, da wo Platz ist auf dem Gesäten. Ich mache ja nochmal ein bisschen. Boah, ich kann auch mal besamen. Ich fühle mich so männlich. Ah. Ja, das war's auch schon mit den Samen. Dann komm mal hier hoch. Wir machen uns jetzt Dungeon bereit. Unser Haus sieht ja schon richtig toll aus, ne? Du sollst geil sagen, so wie du es immer sagst. Ja? Mhm. Auf Kommando kann ich das nicht. Nee, könnte ich auch nicht. Aber ich warte mal, bis eine Situation kommt. Komm rein. Ja, ich muss hier erstmal auf die Treppe kommen. Du kannst vorne einfach hochlaufen. Ja, Agostino, du kannst mich was fragen. Ob du eine Antwort kriegst, ist eine andere Sache. Agostino. DJ D'Agostino. Daran muss ich jetzt denken. Bei Agostino musst du an DJ D'Agostino denken. Mhm. Ich mache mal ein paar Truhen hin. Kannst du mir bitte mal das Weizen geben? Oder nicht, ich geb's dir. Du willst doch hier nicht saufen, oder? Aha. 3 Korn. Geh jetzt mal an eine Werkbank da hinten in der Toilette. Ja. Und jetzt stapelst du 3 Weizen nebeneinander. Nebeneinander? Einfach nur 3 Stück? Ja, 3 Stück nebeneinander. Aber jetzt macht der 945. Ja, musst du noch ein bisschen aufteilen, das passt. Ja, Lager kommt im Keller, aber nicht jetzt. Weil jetzt haben wir genug gebastelt. Jetzt laufen wir erstmal ein bisschen hier rum. 855? Das ist egal, aber rechts sind doch Brote. Brote, ja. Hol die erstmal raus. Und das, was überbleibt, machst du dann nochmal. Ach so, ja, ich verstehe. Und jetzt bleiben 3 über und die kann ich dann rausholen da. Richtig. Obwohl, die kann ich ja auch wieder nebeneinander packen, oder? Ja, genau. Dann gibt's ja wieder ein Brot. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Ja, ich werde immer schlauer. Ist doch toll. Lob mich. Ja, du wirst immer schlauer. Willst du was von dem Brot haben? Ja, wie viel Energie hast du eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5 Herzen. Ey. Boah, bist du ein bescheuerter Wichser, ey. Ganz im Ernst. Weißt du, was ich das gemacht habe? Warum hast du das gemacht? Weil du jetzt wieder voll bist. Ja, das ist mir doch egal. Nein, das ist gut. Ich rede nicht mehr mit dir, ich zeig dich an wegen häuslicher Gewalt. Ja. Häusliche? Komm, ich gebe dir auch schönere Sachen. Warum nehme ich das denn nicht auf, wenn ich da drüber laufe? Die Sachen sind schon weg. Wie, die sind weg? Ja, die habe ich schon genommen. Boah, bist du ein verkackter Idiot, ey. Du kapierst das Spiel nicht, warte das mal ab. Komm mal hier, Junge. Ja, Rezepte kann man mir schicken. Am besten über Facebook oder als Privatnachricht bei YouTube. Jetzt hau mich mal eben tot. Mit der Schaufel. Du kannst auch ein Schwert nehmen. Ja, mehr hast du mir ja noch nicht gegeben. Was hast du denn jetzt? Ja, ein Schwert und eine Schaufel. Gut. So, wir machen uns bereit für die große Expedition. Warte, jetzt kriegst du noch eine Spitzhacke. 3 Brote, 1 Apfel. Weißt du, jetzt teilt er mir schon ein, was ich kriege.
paar Fackeln, Holz nehmen wir noch mit für Sticks. Ich habe doch gerade gesagt, ja, du darfst mir ein Rezept schicken. Am besten über Facebook oder YouTube. Ja, ich will dir aber kein Rezept schicken. Du doch nicht. Warum soll ich dir ein Rezept schicken, verstehen? Das verstehe ich nicht. So, ich mache mal einen Waypoint hier rein. Wie süß. Ich glaube, die wollen alle, dass wir Kinder bekommen, so oft, wie ich die Frage lese. Da müssen wir mal machen, ne? Ja. Mini-Let's Play. Wir haben es vor. Okay, ich habe einen Homepunkt. Komm, wir laufen raus. Denk immer daran, Creeper sind böse. Ja. Zombies auch. Mach. Das ist wie in echt. Du schmeißt mir die Tür vor der Nase zu. Mach ich gar nicht. Ja, ich bin da. Gleich schlage ich dich. Nein. Guck nach vorne. Nicht schlagen. Wo bin ich froh, dass ich Wochenende Ruhe vor dir habe, ey. Oh, guck mal, da ist ein Schwein oben. Hast du gar nicht gesehen, ne? Ne. Okay. Komm, hier ist eine Leiter, wir gehen runter. Ich bin 31. Komm, Dani. Wie mache ich das nochmal? Ganz vorsichtig an die Treppe laufen. Das geht ja tief runter. Boah, cool. Nee, Let's Play Baby machen wird es nie geben. Ah. Ein Let's. Okay, komm, wir forschen mal hier rum. Fackeln hast du auch, ne? Ja. Die kann man hier so zwischendurch mal so dran machen. Kann man? Und hier ist Eisen. Ich mach mal das Wasser aus. Eisen und Kohle müssen wir mitnehmen, das ist immer schön. Und ich schwimme mal den Wasserfall hoch. Oh, ich habe deine Fackel vernichtet. Ja, ich mach die woanders dran. Weil ich hier dran wollte wegen dem Ding. Oh, wegen der Cola. Wegen der Cola? Wegen der Cola. Was passiert? Ja, siehst du, ja, wegen. Ich hab hier. Ich hab an Cola gedacht, deswegen habe ich Kohle gesagt. Nein! Du hast an Cola gedacht und hast Kohle gesagt? Nein, ich habe an Cola gedacht und Cola gesagt, statt Kohle. Ah. Genau, ich nehme mit Fraps ja, auf. Doch. What? What? That? Aber hier ist ja gar keine große Höhle, ne? Mit welchem Programm nimmst du auf? Mit Fraps. Und ich versuche jetzt mal, also nicht jetzt, sondern in dem anderen LP, meine Stimme mit Audacity aufzunehmen. Was ist das denn? Eigentlich nur ein Aufnahmeprogramm für Mikro. Ja, Unity Media haben wir, die 64.000, 5.000 haben wir. Wann ist die Gamescom? Am 21.8. glaube ich, oder 23.8. Oh, jetzt habe ich mal Monitor angespuckt. So, wieder weg. Ja, das ist voll homo. Ja, da oben waren wir noch nicht. Oh, da unten. Da müssen wir mal einen Gang runterbauen, ne? Das ist Kohle. Und denke immer an den Fackeln. Boah, hier ist aber ganz schön viel drin. Oh, bin ich unter Wasser? Ja, du kannst doch ertrinken. Du hast Blasen. Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich mich ja so erschrocken. Oh, geil. So. Die wollen so viele Fragen immer, ob ich für die koche. Ich glaube, wenn ich mich mal gezeigt habe, mache ich wirklich mal so ein Gewinnspiel oder so. Dann darf jemand vorbeikommen. Ja, was ist, wenn er dann in ja, Bayern der muss wohnt? Schon in der Nähe wohnen. Das ist ja wohl klar. Jetzt kommt bald erstmal GLP und Zipst. Ja. Und Mitchell wird, glaube ich, auch noch kommen. Zum Kochen. Ja, kann er ja gerne. Am Freitag kommt ja wieder eins von uns beiden raus. Ach, jetzt Freitag? Welche denn? Hm? Ah, ne, sagen wir noch nicht, ne? Ja, das sieht man da schon so ein bisschen. Was Vegetarisches. Ja? Mhm. Habe ich das gegessen? Ja, fanden wir sogar lecker. Ah, okay. Wann wir uns zeigen,
Am 27. Ne, warte, am 24.12., weil am 23. geht die Welt unter. Ach ja, genau. Wenn du Kohle abbaust, solltest du die auch aufnehmen. Mir war die ganze Kohle in einer Ecke geschwemmt. Ach so, entschuldige. Ja, ich wollte nur wissen, ob du aufpasst. Ach so, ja, okay. Ja. Und, habe ich bestanden? Mhm, sehr gut. Alleine Let's Playen werde ich wohl nicht. Weil so spielt sie eigentlich nichts. Genau. Außer man spielt mal irgendwas zusammen. Da ist sie natürlich dabei. So bei Mario Party zum Beispiel. Richtig. Außerdem, ich glaube, das wäre auch nicht unterhaltsam für die Leute, weil wenn ich alleine bin, rede ich nicht so viel. Das merkt man bestimmt auch bei den Kochvideos. Wenn die zu zweit sind, sind die lustiger. Ich komme hier nicht raus. Ja, meistens. Ah, die Welt geht am 21.12. unter. Oh, Entschuldigung. Ach ja. Wie toll mein PC war, Hallo, weiß ich gar nicht. Ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus. Weil ich den nach und nach zusammengekauft habe. Komm, du schaffst es. Dann hier hoch. Halt gedrückt, die Leertaste. Ja, und dann fliege ich hier. Komm, das muss er jetzt schaffen. Wir gucken uns das mal an jetzt alle. Komm hoch. Jetzt fühle ich mich voll unter Druck. Versucht einfach mal hier um die Ecke zu schwimmen. Ja, so geht's auch. Okay, Lösung. Ah! Lösung erfolgreich gefunden. Komm, du schaffst es. Machen wir mal ein Mario Party Livestream. Let's Stream? Kann man mal machen. Müssen wir aber den Großmembraner benutzen. Okay, hier müssen wir hoch. Wo bist du? Ja, wo bist du denn? Ja, hoch. Wie teuer war mein PC? 200 Nobat. Also 250, glaube ich. Das war ja eigentlich nur mit dem Hintergrund, dass sie halt ein bisschen Internet hat und ein bisschen schreiben kann. Mehr war ja eigentlich nicht. Richtig. Wow! Okay, ehrlich gesagt hätte ich hier mehr erwartet. Hier ist ja gar nichts. Oh, Fleisch geht nicht an die Wand. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wann wir einen Mario Party Livestream machen, das wissen wir nicht. Es kommt dann, wenn spontan die Idee, ne? Ja, wenn es kommt. Also wir würden es dann auch ankündigen. Ja. Und dann ihr macht so im 2-3-Wochen-Rhythmus ja immer mit. Genau. Lass die Leiter mal hoch bis zur ersten Ebene. Jetzt kommen wir da was. Sie muss von der Leiter runtergehen. Pass auf. Warte. Auf, bis aufpassen. Zur ersten Ebenen. Ja, aufpassen. Dann ist das die erste Ebene? Ne, da wo ich bin. Du bist ganz unten. Ach da. Oh. Hätte es jetzt nicht gedacht, ne? Wow. Behindert. Komm, wir gehen hier rüber. Komm Kommst jetzt. Du zu dem Video Day von der Gamescom? What? Kommt ihr zu dem Video Day an der Gamescom? Also ich gehe ja gar nicht dahin. Das ist glaube ich der Samstag, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Das weiß ich nicht. Ich gehe ja gar nicht dahin. Ich gehe jetzt bald gehe ich auf eine Convention, aber keine mit Spielen. Nee, wo gehst du nochmal hin? Bloody Diaries Convention. Kennt die jemand? Bloody Diaries? Jetzt googeln bestimmt alle, ne?